Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Reihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar geht es heute um ein relativ schnelles, kleines Video. Nichtsdestotrotz haben wir einiges ausgegeben und zwar diesmal kein Gold, sondern Echtgeld. Ich habe mir ein Item gekauft, was ich bei dem Händler hinter mir holen konnte, indem ich einen Gamecode eingebe. Was war das für ein Gamecode? Ich habe mir eine kleine Karte gekauft, die schon ein wenig älter ist. Und zwar zeige ich euch mal, was da für ein Item rauskam. Es kam einmal hier Tyraels Schwertgriff raus. Tyraels Schwertgriff ist ein Pet, das wir beschwören können. Ihr seht schon, das ist ein removedes Item. Hat es nie im Spiel zum Erfahren gegeben. Man konnte das bekommen, wenn man 2008 bei einem, ich meine, es war ein Arena-Event, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es war ein Tournament-Event live in Paris dabei war. 2008 ist jetzt mittlerweile schon ein paar Jährchen her. Und ja, da gab es nicht sonderlich viele von diesen Karten noch im Umlauf und dementsprechend ist der Preis da ziemlich hoch. Es ist eins von den wenigen Collectible-Items, die ich noch brauche, zumindest im Pet-Bereich. Und jetzt nach längerem habe ich mich dazu entschieden, da mal zuzuschlagen. So, jetzt interessiert euch sicher, okay, was hat der Tiller für das Ding hier ausgegeben? Es war ursprünglich eine Auktion auf eBay für 1600 Euro. Da hat mich der Galadin draufgebracht und er meinte doch, boah, das ist günstig und ehrlich gesagt, mittlerweile sind die Dinger schon teilweise auch teurer. 2.000-3.000 Euro, was da mittlerweile so gehandelt wird und ich soll da auf jeden Fall mitbieten. Dann dachte ich mir, ja, okay, ist ein Haufen Asche, weiß ich nicht. Dann habe ich gemeint, ja komm, ich warte das mal ab, für wie viel das weggeht, dass ich etwa eine Orientierung habe, beziehungsweise vielleicht geht es ja gar nicht weg, ne? Habe das Ding abgewartet, er meinte, ich soll unbedingt draufbieten, dachte mir, na komm, also warten wir es mal ab. Habe es dann abgewartet und war kein Verkäufer. Dann dachte ich mir, okay, jetzt schauen wir mal. Dann habe ich den Verkäufer angeschrieben und habe mal so ein bisschen nachgefragt, ja, wie sieht es denn aus? Ich würde das Ding kaufen, hätte Interesse, aber nicht für 1600, ne? Und dann habe ich mal so ins Blaue geschossen und gesagt, komm, ich gebe 1000 Euro. Gegenangebot war dann 1200, letzter Preis. Dann dachte ich mir so, okay, also Ansage, letzter Preis, 1200. Dachte ich mir, ja, komm, letzter Preis heißt überhaupt nichts beim Verhandeln. Gemeint, komm, treffen wir uns in der Mitte. Dachte mir schon, ich hoffe, ich vergraul den nicht. Und ja, Person hat zugestimmt, habe es dann für 1100 gekriegt. Ich weiß, es ist ein Haufen Asche für ein Pet. Aber das ist eins der wenigen Sachen, die mir fehlt. Und ich bin halbwegs zufrieden, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt so durchgeguckt habe, ging es halt teilweise in letzter Zeit für ein gutes Stück mehr. Und ja, 1100 ist okay, würde ich sagen, für das Pad. Jetzt habe ich es auf jeden Fall. Und man kriegt dann eine Karte. Ich habe so eine Karte zugeschickt bekommen. Kann man einen Code freirubbeln, die muss man dann auf so einer Seite eingeben. Dann kriegt man einen anderen Code und diesen anderen Code kann man dann hier hinten bei dem Typen in SW eingeben. Ich glaube, in Undercity ist auch nochmal einer, wo man das machen kann, wenn man Hordler ist. Und ja, dann gibt es einmal dieses schicke Pet raus. Und das werden wir uns jetzt mal angucken. Ist Battle.net-Account gebunden, ist aber relativ wurscht, weil es ist ja dann eh, ne? Wir lernen es hier mal. Und das ist dann einmal der Mini-Tyrael. Ich bin bei Mounts drin. Okay, so viel dazu. Mini-Tyrael, da haben wir ihn. Die Texturen werden jetzt nicht so krass sein, weil es halt ein ewig altes Pet ist tatsächlich. Aber es ist halt einfach selten, ne? Also wir können es uns jetzt mal angucken. Vielleicht können wir da ein bisschen hinscrollen. Für den Pixelhaufen habe ich jetzt quasi 1100 Euro rausgehauen. Ich wurde nicht gescammt. Ja, ist ein schickes Ding. Habe ich jetzt wieder ein Pet mehr. Und jetzt würde mir nur noch ein einziges Pet fehlen. Und zwar ist das das teuerste von den Pets, das ist nämlich das zweiteuerste nur. Und das ist das Murky-Pet, das gab es auf der allerersten BlizzCon, ich glaube, ich weiß gar nicht, war das 2006, 2005? Irgendwie sowas um den Dreh rum, ne? Also das die allererste BlizzCon und das Ding, also findest es rar auf eBay, aber so 7.000, 8.000, 9.000 wollen die dafür. Und das ist mir im Moment ein bisschen zu viel, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber mir kann das ja einer von euch schenken, Kappa. Spaß. Gut, okay, so viel dazu. Das war quasi jetzt eine relativ kurze Ausgabe. Demnächst wird es wieder ein längeres Video geben. Wahrscheinlich geht es da dann wieder um ein bisschen Gold. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Waste of Money Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.